Am späten Dienstagabend kam es zu einem Brand in einem Industriegebäude in Fulda-Brückbergshausen. In dem Berg werden Edelstahlschläuche eingelagert und weiterverarbeitet. Gegen 22.30 Uhr wurde das Feuer entdeckt und die Feuerwehren aus Lohfelden, Fuldabrück und Kassel rückten zur Einsatzstelle aus. Beim Eintreffen der Feuerwehr war bereits ein Innenangriff nicht mehr möglich. Nur mit einer Drehleiter und einem Gelenkmast war es möglich, an den Brandherd heranzukommen. Noch während der Löscharbeiten gab es eine heftige Explosion. Es gab eine Rauchgasdurchzündung, die Scheiben wurden aus dem Gebäude gedrückt, sodass wir von vorne an das Gebäude drankommen. Aber durch den Innenhof haben wir jetzt halt noch die Probleme, da reinzukommen und richtig die letzten Blutreste zu löschen. Innerhalb kürzester Zeit stand das komplette Gebäude im Vollbrand und die Flammen schlugen meterhoch in den Nachthimmel. Einige Druckgasflaschen konnten in Sicherheit gebracht werden. Ja, wir haben an der Seite des Gebäudes war noch Air Liquid gelagert. Das haben wir letztendlich geöffnet, den Verschlag, und haben durch einen Radlader der Feuerwehr Kassel diese eben zur Seite stellen lassen, um sie vom Gebäude als Druckflaschen wegzubekommen. Die Feuerwehr hatte aufgrund der starken Rauchentwicklung an zwei Stellen Messtrupps aufgestellt. Eine Gefährdung für die Bevölkerung durch giftige Gase konnte jedoch ausgeschlossen werden. Erst gegen 6.30 Uhr hatte die Feuerwehr den Brand gelöscht. Am Tag danach wird das ganze Ausmaß der Katastrophe klar. Das Dach des 80 x 80 Meter großen Gebäudes ist weitgehend eingestürzt. Die Feuerwehr ist am Morgen damit beschäftigt, Wände einzureißen, um an die noch verbleibenden Glutnester zu gelangen. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei hat noch in der Nacht die Ermittlungen aufgenommen. Nach vorsichtigen Schätzungen wird der Sachschaden mit rund 2 Millionen Euro beziffert. Verletzt wurde bei dem Brand zum Glück niemand. Neben Rettungsdienst und Polizei waren über 100 Einsatzkräfte an den Löschmaßnahmen beteiligt.